Die letzten Rennen werden präsentiert und Krombacher Radler. Üdvözlöm Önöket Budapesten, a világ egyik legszebb városában. Welcome in Budapest. I like Schumacher. Formula One is good! Welcome to Formula One. Budapest. Schumacher will win, but I like Joel Baumgartner. Welcome in Budapest. Zum Formel 1-Rennen am Sonntag. Egészségetekre! Willkommen am Hungaroring zum großen Preis von Ungarn. Wenn Sie so wollen, zum Olympia-Kontrastprogramm. Der Superstar an diesem Wochenende hieß, wie so oft, Michael Schumacher. Eine Goldmedaille wird es für ihn nie geben, aber vielleicht den nächsten Titel heute. Denn Ferrari kann heute schon Konstrukteursweltmeister werden. Und wenn man sich das gestern angeschaut hat, dann war das schon ganz beeindruckend. Die Überlegenheit von Ferrari über eine halbe Sekunde zurück hinter der Pole Position. Er ist der Nächste, der nicht in Rot gefahren ist, Takuma Sato. Also ein Abstand auf die Runde, den er herausgefahren hat, Michael Schumacher, von 30 Meter und 28 Zentimeter. Genauso weit weg steht jetzt Niki Lauda. Also Niki, das war schon ganz beeindruckend, was Ferrari gestern gemacht hat, oder? Ja, ich sehe dich ja kaum da vorne, so weit ist das. Unglaublich. Ja, dann komm doch mal her. Ich bin froh, er macht es tatsächlich. Ich dachte, er sagt irgendwie sowas wie, seit wann kommt der Knochen zum Hund? Aber tatsächlich, Niki, das war schon was bei Ferrari. Und wird das heute auch wieder so eine Demonstration in Rot werden? Was erwartest du? Ja, überhaupt nichts anderes natürlich, weil es ja vollkommen logisch ist, wenn der Michael auf Pole Position steht und der Dritte ist so weit weg, dass ich jetzt schon müde bin, hierher zu mir gehen. Ja. Dann glaube ich, wird sich heute nicht sehr viel abspielen, außer dass der Michael ein perfektes Rennen hinlegen muss, weil ein Rennen zu fahren und zu gewinnen ist immer noch kompliziert genug. Aber wenn er das heute schafft, wird ihm nichts im Weg stehen. Wie können denn die Ferrari-Jungs diese Konstellation reine rote erste Reihe, Michael auf Pole, Rubens auf zwei, optimal ausspielen? Erstens einmal glaube ich, dass der Michael, der links steht, einmal die bessere Position hat, weil rechts ist es sandig und immer rutschig. Das heißt, Barrichello und Button, behaupte ich jetzt einmal, werden nicht optimal wegkommen. Also sicher nicht in der Reihenfolge, wie sie am Start stehen. Das heißt, Sato und einer der Renaults sind in Wirklichkeit die, die sich als hinter Michael als Nächste in die Kurve hineinquetschen werden. So ungefähr wird der Start ablaufen, wenn alles normal geht. Und wenn dann Ferrari den Doppelsieg holt und Renault nicht genügend Punkte holt, dann könnte es tatsächlich soweit sein, der sechste Konstrukteurstitel in Folge. Ferraris dauerhafte Erfolge und ihre Ursachen. Peter Reichert und das nächste himmlische Vergnügen in Rot. Der Renngott hat alles bereitet und er hat seinen Teil getan. Nur noch 70 Runden unter ungarischem Firmament bis zum einen der beiden großen Saisonziele. Das da lautet Konstrukteursweltmeister 2004, Ferrari. Ausgangspositionen können nicht mehr beruhigen und günstiger sein als diese jetzt. Michael Schumacher auf Pole, flankiert von Rubens Barrichello. Was soll da noch passieren auf dem Weg zu dem Titel, der Teamwork und Team Spirit belohnt? Also als Fahrer ist sicherlich, und wenn man sich so die Historie der Formel 1 anschaut, der Fahrertitel derjenige, der schon etwas mehr wert ist. Vielleicht ist das ein bisschen arroganter so zu sehen, aber letzten Endes empfindet man so. Wenn dann aber der Konstrukteurstitel noch dazu kommt, dann ist das so ein gesamtrundes Paket. Prozentual würde ich es vielleicht mal 60-40 darstellen.
40%, die für ihn jedoch ein Stück Himmel auf Erden sind. Kein anderer Fahrer spricht vom Team als seine Familie. Kein anderer Fahrer behandelt jeden Einzelnen, unabhängig von Funktion, Tätig und Wichtigkeit in seinem Rennstall, gleichermaßen freundlich und auf gleicher Basis. Logisch, dass diese rote Bande, der fast schon grenzenlose Genuss eint, wieder und wieder Konkurrenten zu düpieren. Ich möchte es nicht als Business Usual darstellen, das wäre falsch, aber jeder ist immer wieder neu motiviert, weil der Erfolg und das Gefühl des Erfolgs immer noch so schön ist, dass man es natürlich gerne jedes Mal wieder einfahren möchte. Schumacher ist dabei nur letztes vollendendes Glied in einer Kette der gemeinsamen Aufopferung. Dieser Buchstabe, diese Zahl, P1, treibt an. Jeder, der der Scuderia angehört, hat sich dem verschrieben. Und dies führt dann dazu, dass in einer Saison 2004 der Topfahrer nach 11 von 12 Rennen beinahe ertrinkt. In Ferrari-roter Glückseligkeit. Und im 13. schon die erste finale Faust in den Himmel recken kann. Nicht muss. Es ist ja nicht so, dass man das wirklich in Frage stellen muss, dass wir den Konstrukteurstitel erreichen. Und insofern ist auch dementsprechend kein Druck da. Und für uns ist es nicht unbedingt wichtig, ob wir den jetzt hier in Ungarn holen, ob wir den in ein, zwei Rennen später holen. Für uns ist wichtig, dass wir ihn holen. Dennoch wird er sich gleich wieder seinen Weg bahnen, durch seine Jungs zum Auto, wohlwissend um die Verantwortung, die Wochenendarbeit seines Teams bestmöglich himmlisch abzuschließen. Dazu noch fast nebenbei den Rekord von 12 Siegen in einem Jahr aufzustellen. Von wegen Statistik ist nebensächlich. Das ist schon was Schönes, aber ich kann auch nur da wieder betonen, dass das nicht der Ansporn ist, für den ich fahre, sondern weil jeder einzelne Event natürlich so schön ist. Aber wenn dann solche Zahlen noch mit zustande kommen, dann macht mich das natürlich glücklich. Aber es beflügelt meine Motivation nicht unbedingt. Eher das Siegen an sich. Und heute besser doppelt. Zur kollektiven Lachfalte fehlt nur noch so wenig. 9 Punkte mehr als Renault holen. Und Ferrari wäre am Ziel. Michael Schumacher wird seinen Teil dazu tun. So sicher, wie es einen Morgen gibt. Also alles vorbereitet bei Ferrari und auch hier an der Strecke natürlich die Flaggenmädels schon da. Startplatz von Michael Schumacher ist besetzt. Und ich frage mich natürlich schon, wenn alles so eindeutig aussieht, wenn das Auto überlegen ist, wenn der Reifen so gut funktioniert, wenn alles so leicht aussieht, könnte man da nicht zu Leichtsinnsfehlern neigen? Könnten da nicht Konzentrationsschwächen sich beim Team irgendwie einschleichen? Natürlich, aber das wurde ja in diesem Bericht sehr gut gezeigt. Das heißt, die sind jetzt wirklich getrieben von ihrem eigenen Erfolg und wissen natürlich ganz genau, wenn sie einmal Zweiter werden, ist das schon ein Riesenverlust für das ganze Team. Das heißt, die Motivation dort ist so hoch, immer wieder das Beste zu machen, dass es einfach derart perfekt gelingt. Und das hat noch niemand geschafft, solange es die Formel 1 gibt, in so einer Reihenfolge, mit so einer Performance so viele Rennen zu gewinnen. Und das ist wirklich das Unglaubliche. Und noch extra, dass das Italiener zustande bringen, die normalerweise das Gegenteil sind im Vergleich zu den Deutschen zum Beispiel. Aber dass die sich so gefunden haben, mit so einer Perfektion, das ist für mich die wirkliche Leistung. Und Michael ist ja auch der einzige Fahrer, von dem man das immer wieder hört, der von seinem Team als Familie spricht. Und Luca de Montezemolo wird heute Abend sicherlich auch kommen, wenn es denn dann reicht zum Konstrukteurstitel. Glaubst du, dass das möglich ist? Renault müsste nämlich Dritter und Fünfter werden bei einem Doppelsieg der beiden Ferraris, um das zu verhindern. Ja, warten wir es ab. Aber ich meine, der Michael hat ja ganz klar gesagt, es ist eigentlich vollkommen egal, wann sie gewinnen. Ja. Ja, wir wollen wieder alles auf einmal haben, oder du zumindest. Aber das ist wirklich wurscht. Das heißt, die gewinnen es auf jeden Fall, ein Rennen früher oder später. Das macht den Erfolg aus. Wir sind gleich wieder hier, liebe Zuschauer, in Budapest am Hungaroring mit weiterer Vorberichterstattung zum großen Preis hier. Bis gleich.
Willkommen zurück jetzt im Fahrerlager hier am Hungaroring. Niki, wir haben im Laufe unserer Berichterstattung an diesem Wochenende ja schon ein paar Mal über die Strecke gesprochen. Auch die Fahrer haben das getan. Die Strecke ist anstrengend, belastet den Fahrer sehr, weil man sich nirgends so richtig ausruhen kann. Ist es denn, wenn man ein überlegenes Auto hat, wie das Michael Schumacher zur Verfügung hat, dann ein bisschen weniger anstrengend? Natürlich ist es ein bisschen weniger anstrengend, je besser dein Auto liegt, weil du kannst dann wie auf Schienen durch die Kurven fahren. Also ein Minardi, der muss mehr mit seinem Auto kämpfen, der natürlich dauernd hin und her wackelt und mehr mit dem Lenkrad reagieren wie der Michael. Aber der Kurs ist deswegen so anstrengend, weil der geringste Konzentrationsfehler natürlich einen ausbedeutet. Und die Reifen und das Auto selber wird hier wahnsinnig beansprucht. Also der Fahrer muss sowieso fit sein und das ist er auch. Aber die Reifen ist ein Hauptproblem. Heute, Gott sei Dank, ist es nicht so heiß geworden, wie alle erwartet haben. Deswegen gehe ich einmal davon aus, dass der Michael sehr gut aufgestellt ist mit seinen neuen Bridgestone-Reifen, die er hier das erste Mal verwendet. Die sind bei diesem Kurs ideal gemacht. Die haben eine härtere Karkasse. Das heißt, die Reifen sind einfach steifer gemacht. Das hilft natürlich hier ganz besonders. Das Debakel vom letzten Jahr wird hier sicher nicht eintreten. Und die Michelins haben harte und weiche Reifen. Die McLaren sind auf den falschen, auf den harten. Weil heiß ist es halt nicht, also die sollten einen Nachteil haben. Und die Renaults und die Bars können schon ganz schön schnell mit diesen Reifen hier fahren. Also, wir werden sehen, wie das läuft. Eins ist klar, die Ungarn hier an der Strecke sind stolz, dass sie einen Fahrer haben, Scholt Baumgartner. Aber mindestens so stolz sind sie auf ihren Fußballnationaltrainer und der ist jetzt bei KIB. Und darauf bin ich wiederum stolz, denn er ist hier gemeinsam mit seiner Frau Mariana Lothar und Mariana Matthäus, Ladies First, wie es so schön heißt. Mariana, you have been many times at Formula One right Mariana, now. So, schon sehr viele do you Mal like Hungary, especially also, because you're living here? Ungarn ganz besonders, weil du hier lebst. I ja, natürlich. Like ich mag Ungarn und wir sind jetzt das zweite Mal zusammen hier in Budapest bei der Formel 1. Lothar, was kann man denn als Nationaltrainer von der Formel 1 vielleicht sogar lernen? Ja, Teamwork vor allem, weil ich glaube, ein Weltmeister sitzt nicht allein im Auto, sondern das Ganze, was um ihn herum passiert, Mechaniker. Sogar vielleicht auch die Putzfrau, ich weiß es nicht. Alles, was dazugehört, ist wichtig für ein Team und deswegen hängt natürlich alles vom Teamwork ab und so ist es auch beim Fußball. You have a good teamwork and you both like to Sie haben ein gutes Teamwork und Sie beide fahren gerne schnell. Wer ist denn der bessere Fahrer von Ihnen beiden? I think it's he. Ich glaube er. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube schon er, ja. Lothar, ja, ist das so? Fahren Sie gerne mal, geben Sie auch gerne mal Gas? Ja, ich bin ja auch der Ältere und Mariana ist die vorsichtigere Fahrerin, aber sie fährt sehr gut Auto für eine Frau, sie fährt zügig, aber trotzdem scheut sie das Risiko. Ganz kurz, wir müssen natürlich noch wissen, wer macht es heute? Ladies first. Who is going to win today? Who's the favorite? Michael Schumacher. I guess that's a good guess. Lothar? Ja, ich hoffe, dass die Weltmeisterschaft vielleicht noch nicht so schnell entschieden wird, dass mal was anderes gewinnt. Aber der Favorit ist natürlich wieder Michael. Das sieht man ja auch an der Startposition. Das sieht man aufgrund des WM-Standes. Aber es wäre vielleicht auch mal schön, wenn einer vom BMW oder Mercedes gewinnen würde für uns Deutschen. Dankeschön, Lothar Matthäus, Mariana. Und ich gebe zurück zu Florian König und Niki Lauda. Ja, da kam noch so ein bisschen der Macho durch bei Lothar Matthäus. Sie fährt ganz gut Auto für eine Frau. Es gibt viele Frauen, die sehr gut Auto fahren, ne? Nur in der Formel 1 fehlt uns eine eigentlich. Ja schon, da gehört schon lange hin, aber das wird nicht so schnell passieren. Und es gehören wieder große Namen in die Formel 1. Es könnten wir zumindest den einen oder anderen vertragen. Villeneuves Rückkehr ist möglich. Häkkinen steht so ein bisschen an der Schwelle dazu. Es würde der Formel 1 ganz gut zu Gesicht stehen, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gehört einfach hier ein neues Leben rein und neues Leben mit alten Herren ist auch nicht schlecht, weil Villeneuve ist sicher einer, ein charismatischer Typ ist, einer der Letzten, die hier rumfahren. Und Häkkinen, ob der sich wieder traut, nach 3 Jahren nicht zu fahren, was relativ lang ist, wäre zumindest ein interessantes Experiment zu beobachten. Das heißt, er sollte jetzt einmal Testfahrt machen, beide, dann könnte man beurteilen, wie schnell und wie hungrig sie sind. Und wenn sie es dann sind, dann sollte man sie probieren lassen. Und dann können wir zumindest die ersten 5-6 Rennen im nächsten Jahr schauen, wie ein Comeback von diesen beiden Typen gelingen kann oder nicht. Ja, vielleicht hätten die auch das Zeug dazu, den Roten richtig Paroli zu bieten. Hier jedenfalls ist das Rot richtig erdrückend. Was bleibt der Konkurrenz? Hinterher zu hecheln. Thomas Sossner mit den Neuigkeiten der roten Konkurrenten. Neu ist
zum Beispiel die BMW-Nase, auch wenn es eigentlich die alte ist. Mit der Rückkehr zum konventionellen Design erhofft man sich bei Weiß-Blau eine verbesserte Aerodynamik. Dass die dann aber solche Auswirkungen hat, ist sicherlich keine Absicht. Tatsache ist, dass Ralf Schumacher-Ersatz Antonio Pizzonia schneller war als Stammpilot Juan Pablo Montoya. Das Wichtigste ist doch, im Rennen Punkte zu holen, und zwar so viele wie möglich. Das ist unser Ziel. Ferrari-Jäger Nummer 1 ist an diesem Wochenende das Team von Dave Richards, BAR. Die Querelen um den abwanderungswilligen Jenson Button sind aber noch lange nicht beigelegt. Nur für ihn steht der Wechsel fest. Es ist die vielleicht schwierigste, auf jeden Fall aber die emotionalste Entscheidung, die man als Pilot treffen kann. Aber ich muss an mich denken und daran, irgendwann die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Es soll schließlich ein weiterer Schritt in meiner Karriere werden. Zunächst jedoch muss sich Jenson Button seinem Teamkollegen Takuma Sato geschlagen geben. Ein Karriereschritt nach vorne sieht anders aus. Am Freitag noch Trainingsschnellster, am Samstag im Qualifying, aber durchgereicht auf Rang 10. McLaren Mercedes hat auf die falschen Reifen gesetzt. Privat hofft Kimi Räikkönen hingegen alles richtig zu machen. Der Finne hat Dauerfreundin Jenny geheiratet, aber selbst da gibt es Kritik. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so etwas unter einen Hut bringen kann. Formel 1 fahren und eine Familie. Ich weiß ja, wie wenig Zeit ich habe, und bei den anderen wird es nicht anders sein. So setzt man vielleicht ein Kind in die Welt, lässt es von seiner Frau großziehen, und nach ein paar Jahren kommt man nach Hause und sagt: Hallo, hier bin ich, muss ich erst mal vorstellen. Toyota-Pilot Cristiano D'Amatta hat ausgespielt, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auch im zweiten Jahr in der Formel 1 konnte der Brasilianer die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und wird von Ricardo Zonta ersetzt. Der war bislang Testpilot, hat aber schon die Erfahrung von 31 Grand Prix bei BAR und Jordan. Ja, das ist natürlich so eine Sache mit der Konkurrenz, wenn man da die ganzen Themen sieht. Man fragt sich schon, wenn man das Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, wer war jetzt eigentlich der stärkste Konkurrent? Wenn man nach den Punkten geht, müsste es eigentlich BAR sein, aber es ist so wechselhaft gewesen. Mal war der eine ein bisschen besser, mal der andere. Die kommen und gehen, das ist das Dilemma hier. Das heißt, es konnte sich keiner richtig als zweite Kraft etablieren. Die McLaren haben ganz schlecht angefangen, dann haben sie ein neues Auto gebracht, dann ging es bergauf, jetzt geht es wieder bergab, weil die Reifen nicht die richtige Wahl war. Williams hat schlecht angefangen, hat sich jetzt wieder mit der neuen, alten Nase versucht, sie zurückzukommen. Pizzonia war schnell, das ist eine Überraschung gewesen. Aber in Wirklichkeit hat sich kein zweites Team etabliert, und wie Barr auch der Verfolger von Ferrari waren, da muss man sich einmal vorstellen, wo der wieder hergekommen ist. Das war keiner von den Top-Teams. Das heißt, der Michael hat mit seinem Team einfach das Beste geschafft, und dahinter ist niemand. Und deswegen kann sich das ändern im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr kann alles neu gewürfelt werden, weil jeder kommt mit einem neuen Auto. Da kann schon einmal passieren, dass der eine oder andere ein super Auto hinkriegt. Aber für heuer wird sich da überhaupt nichts ändern. Wir haben die Strecke ja schon ein bisschen besprochen, zumindest was deren Verlauf angeht. Eine große Schwierigkeit ist hier, dass die Strecke immer sehr, sehr schmutzig ist, weil kein dauerhafter Rennbetrieb auf ihr stattfindet. Und wenn dann noch sowas passiert, wie hier im vierten freien Training, Juan Pablo Montoya, da sehen Sie mal, was da für ein Dreck noch auf die Strecke zusätzlich geschleudert wird, dann wird es richtig kritisch. Man hat sich natürlich eine ganze Menge ausgedacht hier, um dem Schmutz Herr zu werden. Und unsere Kommentatoren zeigen Ihnen mal, wie man es versucht. Florian, Dreck, der durch solche Aktionen auf die Strecke kommt, ist quasi nur noch das Tüpfelchen aufs I. Aber ohnehin, Christian, ist diese Strecke ja immer sehr, sehr schmutzig, weil sie eben in so einem Talkessel liegt. Ja, alle Jahre wieder dasselbe Problem. Der Wind bläst den ganz feinen Sand auf die Strecke, und das ein ganzes Jahr lang, denn hier ist sehr wenig los, und deswegen ist die Strecke einfach immer unglaublich rutschig. Und deshalb hat man, wir sehen es schon im Hintergrund, hier ein Spezialgefährt im Einsatz, das sonst nur auf Flughäfen zum Einsatz kommt. Da macht er die Startbahnen sauber, und wir wollen jetzt mal zeigen, was
was dieses Auto alles wegmachen kann. Man hat die Strecke vor dem Grand Prix hier grundgereinigt und dabei sage und schreibe 12 Kubikmeter Sand von der Strecke gebracht. Das ist also ein Spezialfahrzeug, knapp 500.000 Euro teuer. Und er hat Drehjet-Teller mit 4 Düsen unten drunter. Deshalb hört sich das jetzt so ein bisschen an wie ein Flugzeug. Da wird also mit Sprühnebel erst einmal die Fahrbahn nass gemacht und dann wird das Ganze weggesaugt. Ja, das Schöne an dem Gerät ist, dass er eben auch im Ernstfall, wenn es hart auf hart geht, auf jeden Fall Öl und Schmierstoffe, Benzin nach einem Unfall wegbringen kann. Also wir sind jetzt sehr gespannt, was passiert. Hier hinten sehen wir die Düsen. Da sind also die Drehjet-Teller. Hier wird der Schmutz hochgeholt und wir können jetzt mal sehr schön schauen, wie sauber diese Strecke jetzt hier geworden ist. Also dieses Auto ist sein Geld auf jeden Fall wert. Die 500.000 Euro, denke ich mal, sind gut angelegt. Der Wagen kann was. Absolut. Und ich glaube, man macht hier schon alles, um für alle Fahrer optimale Bedingungen herzustellen, oder? Ja, das ist eine Sache, dass man natürlich den Sand weghaben will. Das ist schon richtig, dass diese Maschine das machen wird. Aber auf das kommt es nicht nur an. Hm. Wie die Linie dann durch die Rennautos gesäubert wird, wo nämlich dann Gummiabrieb draufkommt, damit der Kontakt dann richtig stimmt, das ist der springende Punkt. Das kann diese Maschine natürlich nicht. Natürlich. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Rennen dann entwickelt oder nach dem Training, dann wird diese Gummispur, die die Autos legen, eigentlich der wichtige Faktor, dass die Autos oder die Reifen Grip bekommen. Und das entscheidet dann, wie rutschig der Kurs ist oder nicht. Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit zu gewinnen. Aufpassen, anrufen, Preise abholen. Das ist die Devise und gleich geht's weiter hier aus Ungarn. Das ist A, nicht das Team Sauber, es ist B, nicht der Curling-Weltmeister von England, sondern wir sind zurück in der Boxengasse, die gerade öffnet, beim Team BAR, der einzig wahre Herausforderer für die Roten. Und auf diesem Mann, auf diesem Auto ruhen die Hoffnungen auf dem BAR von Takuma Sato. Er ist derjenige, der auf der sauberen Seite steht, nämlich auf Platz 3 und ja schon dieses Jahr Podiumsfähigkeiten bewiesen hat. Also man hofft in erster Linie auf ihn. Und da ist man ein bisschen mit einem Lachen, einem weinenden Auge bei Jensen Button. Denn auf der einen Seite gönnt man noch ihm alles vom Platz 4. Auf der anderen Seite, wir haben es oft genug berichtet jetzt, liegen das Team und Jensen ja ein bisschen im Clinch. Also, das sind die großen Herausforderer. Jetzt geht's zur Sache. Deswegen schnell in die Kommentatorenkabine. Und wir sind immer wieder überrascht, dass der Kai die heißesten Feger findet. Aber was uns noch mehr interessiert, ist natürlich, was ist das für ein Hut hier bei diesem Jordan-Mechaniker? Also das kann nichts mit Irlands Olympia-Hoffnungen zu tun haben. Das waren zwar teilweise die irischen Farben mit Grün und Orange, aber das sah so ein bisschen Robin Hood-mäßig aus. Sah genauso aus. Ich würde mal sagen, für jeden Geschmack ist in dieser Welt was zu finden. Es geht raus auf die Piste und dann in die Startaufstellung hinein. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Autos extrem langsam fahren, Sprit sparen, um die Strategie nicht zu gefährden. Hier sieht man es, so langsam sieht man es sonst im Training und im Rennen definitiv nicht auf der Strecke. Auch hinter dem Safety Car wird wesentlich schneller gefahren. Ungefähr das Tempo, was dieses Saubermachgerät drauf hat, das wir gerade noch mal vorgeführt haben. Unglaublich, diese Kraft und die Lautstärke von dem Saubermacher, aber die Fahrer haben sich alle sehr positiv geäußert, haben alle gesagt, es ist eine, wirklich eine große Verbesserung und dieses Gerät soll nach den Wünschen von Charlie Whiting ab sofort regelmäßig bei allen Rennen zum Einsatz kommen. Ja, schön wäre es, denn man könnte einfach eine bessere Grundvoraussetzung schaffen, dass natürlich dann die Strecke sich im Laufe des Rennens oder des Wochenendes verändert, ist klar, der Gummiabrieb kommt auf die Piste, aber es ist nicht nur sicherer, sondern es ist vor allem auch für das Racing wesentlich besser, also fürs Überholen, denn bis jetzt war es ja doch so, dass ausschließlich die Ideallinie Grip hatte und rechts und links daneben einfach so sandig war, dass man sofort rausgeflogen ist und demnach Überholvorgänge nicht möglich waren. Das sollte mit diesem neuen Gerät eigentlich jetzt wesentlich besser geworden sein. Es gibt natürlich immer noch einen Unterschied zwischen der Linie und der sogenannten Offline, also daneben. Unvorstellbare Zahl, 12 Kubikmeter Sand, das sind 24, 25 Tonnen, haben wir gerade mal ausgerechnet, die man hier rausgesaugt hat aus den Poren des Asphalts.
Das ist unglaublich, ja. Und was natürlich auch ein bisschen die Reifenwahl beeinflusst, denn wenn es sehr rutschig ist, und das haben wir hier ja in den Jahren vorher immer wieder gesehen, dann fangen die Reifen zu körnen an, zu grainen, und dann kann man sich ganz, ganz schwer für eine vernünftige, weiche Mischung entscheiden. Das ist dieses Jahr ein bisschen besser gegangen, sieht man daran, dass die meisten sich für die weichere der beiden Reifenmischungen, sowohl bei Bridgestone als auch bei Michelin, entschieden haben. Michael Schumacher im Bild, zum 62. Mal geht er ein Rennen von der Pole an. Er hat gute Erinnerungen an Ungarn, er hat hier schon oft genug gewonnen, er hat auch schon oft genug ganz vorn gestanden und er hat hier auch schon mal vor ein paar Jahren einen vorzeitigen WM-Gewinn unter Dach und Fach gebracht. Das war damals der früheste WM-Gewinn aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt. Heute kann er die Fahrerweltmeisterschaft nicht holen, aber er kann die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen. Und Florian hat es ja vorhin schon mal angekündigt. Ich denke mal, in Maranello steht schon so ein Firmenjet bereit. Zwar nicht unbedingt mit laufenden Düsen, aber zumindest der Pilot wird Standby sein. Wenn hier was zu feiern ist, dann kommt ganz bestimmt nachher auch noch Luca di Montezemolo eingeflogen. Also bis jetzt hat er das immer irgendwie hingekriegt, da doch noch aufzukreuzen. So, und jetzt ganz gemächlich, ohne Motor, wird man jetzt dahin gerollt und hingeschoben in die Startaufstellung. Rangieren ist nicht so wahnsinnig prickelnd mit einem Formel-1-Auto, das lässt man lieber die Mechaniker machen. Juan Pablo Montoya nur auf Platz 7, das ist schon schlimm genug, aber noch viel schlimmer ist, auf 6 steht Antonio Pizzonia. Der Youngster hat ihn gebügelt, da grummelt es aber doch sehr im kolumbianischen Herz und im kolumbianischen Magen, oder? Hundertprozentig, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir ein paar sehr, ja, sagen wir mal, interessante, aggressive erste Runden von Montoya sehen werden. Denn diese Schmach lässt das sicherlich nur ganz kurz auf sich sitzen. Takuma Sato wird gleich auf Startplatz 3 fahren. Und wir haben auch das schon ein paar Mal angedeutet in den verschiedenen Filmen bzw. Interviews. Die linke Seite hier ist entschieden besser als die rechte. Trotz des von uns jetzt hinlänglich gelobten Saubermach-Spezial-Hydrojet-Fahrzeugs ist links einfach viel mehr Grip. Wer rechts steht, hat in der Vergangenheit einfach immer schlechtere Karten gehabt. Und unglaublich oft ist der Mann auf Platz 3 als erster in die, oder vor dem Mann auf Platz 2 in die erste Kurve gebogen. Ja, das kann natürlich heute auch wieder passieren. Also Rubens Barrichello muss da ganz gut aufpassen auf Takuma Sato und auch Jenson Button muss aufpassen auf Fernando Alonso. Willi Weber noch mal kurz im Gespräch mit Michael Schumacher. Werden noch ein paar Kleinigkeiten aussortiert. Willi Weber, dem beim Urlaub das Handy ins Wasser gefallen ist, aber zum Glück nur eins von dreien. Also er ist noch erreichbar. Das Erlebnis hatte ich auch schon hinter mir. Ein Handy im Starnberger See, aber das kann man wieder rausfischen und trocknen, dann geht's wieder. Also keine Sorge, Willi, auch wenn es ein paar Tage dauern sollte, das Ding kriegst du wieder ans Laufen. Das ist der Blick von ganz oben, aber wir genießen jetzt den Blick von ganz unten und da stehen Kai und Michael ganz nah beieinander. Michael, bei den Temperaturen heute kommen auch Sie endlich mal ins Schwitzen. Ja? Nee, ich frage, ist eine Frage. Kommen Sie heute ins Schwitzen? Ja, davon gehe ich schon aus. Also ich komme immer ins Schwitzen. Das ist halt immer die Frage, wie viel. Ich sehe die Sonnenbrille gerade. Jetzt sind früher einige Piloten auch öfter mal mit Sonnenbrille gefahren. Geht das eigentlich heutzutage noch? Oder macht man das gar nicht mehr? Haben wir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil das nicht notwendig ist. Dennoch müssen Sie heute, glaube ich, einige im Auge behalten. Nur eine Überholmöglichkeit. Das heißt, dass man eigentlich nur da die verstärkte Aufmerksamkeit hat? Prinzipiell ist die Hauptüberholmöglichkeit natürlich in die erste Kurve rein. Aber wenn man Fehler macht, gibt es natürlich dann auch noch andere Möglichkeiten. Insofern ist das Hauptaugenmerk, keine Fehler zu machen, was ziemlich einfach hier auf dieser Rennstrecke ist, welche zu machen. Weil es auch während dem Rennen dann ziemlich schnell mal nur eine Linie geben wird, die man fahren sollte und kommt man ein bisschen daneben, dann gibt es eine Rutschpartie. Diese eine Linie gibt aber, glaube ich, beim Start einen unendlichen Vorteil. Das ist richtig, wobei man muss ganz ehrlich sagen, dass der Hungaroring hier einen sehr guten Job gemacht hat, was die Strecke sauber halten angeht. Denn weder am Freitag, auch eben haben wir bei den Rahmenprogramm gesehen, dass die Strecke allzu dreckig war, was ja früher sehr oft der Fall war. Also das sieht sehr gut aus. Wenn wir Sie so in der 10. Runde in der Box erwarten, liegen wir da arg daneben? Lasst euch überraschen. Werden wir machen. Eine Frage noch. Im letzten Jahr kam Gorinna, glaube ich, am Sonntag hier angereist. Erwarten Sie Ihre Frau noch? Kommt die heute noch? Vielleicht gibt es ja was zu feiern. Wer weiß das schon? Also wenn überhaupt was gefeiert wird, dann wird es mit dem gesamten Team geschehen. Und das wird dann nicht hier in Ungarn sein. Das heißt, sie kommt nicht? Nein. Okay. Danke, Michael Schumacher.
viel Glück, viel Spaß und wir machen weiter mit Heiko und Christian. Michael hat es angesprochen, die Chance hier einen Fehler zu machen ist sehr, sehr groß. Die Strecke ist ganz schön herausfordernd, weil halt doch sehr tricky. Und man hat jetzt gerade mal 2,5, 3 Wochen Urlaub hinter sich. Glaubst du, der eine oder andere hat vielleicht das Konditionstraining auch ein bisschen vernachlässigt? Weil das könnte dann ja gegen Ende des Rennens bei doch diesen Temperaturen zu dem einen oder anderen Problemchen führen. Also das glaube ich sicher nicht, denn die Formel 1 Fahrer machen ja ihren Sport und ihr Konditionstraining nicht nur, weil sie es müssen, sondern auch, weil es Spaß macht. Ja, aber nicht alle, also und Montoya nicht. Montoya, okay, gut, dann lassen wir den außen vor, weil der macht auch mit Kondition Fehler, also deswegen bleibt es da auch wurscht. Aber was du angesprochen hast, ist natürlich richtig, wenn man hier auf einer so anstrengenden Strecke fährt, dann passieren Konzentrationsfehler und die passieren immer gegen Ende des Rennens. Und das kann deswegen so schnell passieren, weil wenn man etwas von der Linie weg ist, geht es sofort ins Auslauf. Ungarische Prominenz im ungarischen Fernsehen, japanische Prominenz im deutschen Fernsehen. Takuma. One thing is to catch up with the Ferrari, das eine ist es ja, Ferrari einzuholen, aber das andere ist, wie man andere Probleme beseitigt. Wie geht das? Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, hier gut anzutreten, besonders gegen Ferrari. Wir glauben, dass wir stark genug sind, um mit ihnen mitzuziehen. Mit beiden? Nein, nicht unbedingt. Vielleicht mit einem. Vielleicht können wir zunächst einmal gut etwas Vorsprung erlangen, aber letztlich weiß ich nicht genau. Aber mit Rubens Barrichello haben wir es doch vielleicht etwas einfacher. Ja klar, mit dieser Seite der Rennstrecke sollte es nicht so schwierig sein, mit der anderen Seite schon eher. Aber gestern gab es ja doch auch noch Regen und der hat auch einiges weggewaschen. Insofern ist es nicht so schlimm hier, wie wir gedacht haben. Die Rennstrecke wird Sie ja ganz schön auf Trab halten. Also merken Sie auch eine besondere physische Anstrengung. Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr physische Strecke, also sehr körperlich anstrengend. Und wir haben uns aber durch ein Training gut vorbereitet. Kein großes Problem. Auf seine berühmt-berüchtigten Starts. Ja, da könnte einiges wieder mal auf uns oder besser gesagt auf Rubens Barrichello zukommen. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Das war in der Vergangenheit oft genug so, dass der von links nach rechts rüberfahrt. Wie muss sich Rubens Barrichello verhalten, wissend um die Gefahr von hinten? Ja. Sofort nach links rüber, weil einmal darf er ja, wir haben das schon ein paar Mal erklärt, einmal darf man ja die Spur richtig gravierend wechseln. Das darf er gern versuchen, aber ich glaube, er hat nicht so wirklich eine Chance, speziell weil ja nicht nur Sato direkt links hinter ihm steht, sondern dahinter wiederum Alonso. Also wo er auch hinfährt und wo er auch abblocken will, dann im Endeffekt hat er dann wahrscheinlich schon den Nächsten neben sich. Ich glaube, sowas kann man nicht vorbereiten, da kann man einfach nur mal losfahren und ja, versucht mal das Beste daraus zu machen, dass man zumindest einem vor das Auto fährt, dass er ihn nicht überholen kann. Aber so schlecht starten die Ferraris jetzt auch wieder nicht, Grip und Linie hin oder her. Für die Zuschauer, die noch nicht in einem Formel-1-Auto ein Rennen gestartet haben, und ich denke, das sind relativ viele, wir reden davon, der eine kommt besser weg, der andere kommt schlechter weg. Kann man das in etwa so ein bisschen mal auf Straßenverkehr übertragen? Der eine fährt auf einer trockenen Fahrbahn los und der andere auf ein bisschen feuchtem Kopfsteinpflaster, so in der Art? Ja, nicht ganz so krass der Unterschied, aber ungefähr so kann man sich schon vorstellen. Der Grip, den man an der Ampel hat, ja, ist normalerweise deswegen nicht so wahnsinnig wichtig, weil man es ja nicht so eilig hat, loszufahren. Wenn aber die ganze Kraft auf den Boden übertragen werden muss, maximal, dann macht ein kleiner Unterschied eben tatsächlich schon was aus. Mit Giancarlo Fisichella fahren wir jetzt mal auf den Startplatz. Der steht sehr weit vorn und ist unseren Berechnungen zufolge doch recht leicht. Leichter als sonst immer in den letzten Rennen. Also bei Sauber wird man doch etwas frecher, was die Taktik angeht. Ja, bei Sauber hat man sich in den letzten paar Rennen eigentlich immer dazu entschieden oder dazu entschlossen, eine Zwei-Stop-Strategie zu fahren. Einfach weil man aus dem Reifen nicht das Optimum in einer Runde rausbekommen hat und dann gesagt hat, na, ist eigentlich eh wurscht, wo wir stehen, irgendwo da hinten am 15., 16. Platz. Dann fahren wir halt in Richtung Rennresultat. Das hat beim letzten Grand Prix nicht funktioniert. Das sind die Hose gegangen und deswegen, glaube ich, hat man Taktik geändert. Blick auf die Zuschauerränge und wir gucken wieder in die Startaufstellung. Und ich glaube, Kai hat einen ganz großen vorm Mikro. Ja, oder auch einen ganz kleinen, wie man will. Bernie Ecclestone ist with me and Roberto Carlos. Bernie Ecclestone und Roberto Carlos sind hier bei mir. With Bernie, ja, vielleicht fangen wir mit Bernie an. Bernie. Ist das immer noch eine Art Urlaub für Sie? Die Familie ist auch da? Ja, es ist sehr schön in diesem Land und deswegen ist auch Sie hier. Wir haben auch gute Freunde dabei.
Roberto Carlos. Roberto Carlos. Vielleicht auch Italienisch. Deutschland. Ein spezieller Amico di Rubens Barrichello, solo oder anche Michele Schumacher? Io conosco Schumacher, però io conosco tanto tempo fa. Ich kenne Schumacher, aber ich kenne Rubens auch schon eine ziemlich lange Zeit. Ja, ist klar, ist er gut befreundet mit Rubens Barrichello, die sprechen eine Sprache und der steht auch gerade bei seinem brasilianischen Kollegen mitten im Interview, deswegen können wir ihn dazu jetzt gar nicht befragen. Also alles, was sich hier so trifft, ist schon das Who is Who, was sich im Moment aus der Formel 1 hier in Ungarn befindet, nämlich Familie Ecclestone. Jetzt haben wir Jean Todt dabei, das ist Slavica, die Ehefrau von Bernie Ecclestone. Weiß nicht, ob sie alle schon kennen, aber von der haben wir eigentlich noch nie was gehört. Vielleicht können wir die auch mal fragen, wie es ihr hier gefällt. Die haben wir so selten interviewt. Es geht immer nur um Bernie, aber wer ist die First Lady? Vielleicht können wir das Geheimnis jetzt lüften, wenn sie mit Jean Todt den, naja, ich denke mal eher freundlichen Dialog beendet hat. Slavica. One question. Yes, you always show up at the Hungarian Grand Prix. What's so special is this Grand Prix? How do you like beim that? Ungarischen Grand Prix. I love Hungarian Grand Prix. Weshalb? I love it. Ich liebe Ungarn. My daughter was made it here. Meine Tamara is made it in this country. Tochter ist hier entstanden. Sie ist hier gezeugt worden in diesem Land. That's a good reason. Talking about the sport, das ist natürlich ein guter Grund. Nun zur sportlichen Seite. Sie kennen ja alle. Wem halten Sie jetzt die Daumen? Wem drücken Sie richtig die Daumen? Vielleicht unserem deutschen Michael Schumacher, dem halten wir natürlich die Daumen, aber Sie? Ich hoffe, dass heute mal jemand anders rankommt, dass es vielleicht ein bisschen aufregender wird. Das ist doch etwas langweilig geworden. Natürlich mag ich Schumacher sehr, aber es ist etwas langweilig mittlerweile. Gut, ich sag's ihm nicht, ich verrat's ihm nicht. Slavica Ecclestone und wir gehen noch mal ganz kurz in die Kommentatorenkabine, denke ich. Und wir denken, Kai, das war ein bahnbrechendes Geheimnis, was du da rausgebracht hast und das wird sicherlich in vielen Zeitungen zitiert werden. Die Familienplanung der Ecclestones wird mit beeinflusst durch den Formel 1 Kalender. Viel Chancen für Geschwisterchen gab es aber an diesem Wochenende nicht, denn Bernie Ecclestone ist sehr spät gekommen. Er war erstmal bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ja, und hier in Ungarn hat er auch sehr viel zu tun gehabt, denn es gilt ja nach wie vor, die Formel 1 Teamchefs auf ein neues Reglement einzuschwören. Und da ist er natürlich auch immer dabei und muss diese Sitzungen zum Teil leiten oder zum Teil zumindest seine Meinung so zu platzieren versuchen, dass auch das rauskommt, was er gerne hätte. Bin allerdings sehr skeptisch über dieses Gespräch zwischen Bernie Ecclestone und Roberto Carlos, denn der, das haben wir gerade gesehen, spricht wirklich nur Portugiesisch und ein ganz wenig Italienisch und das ist eigentlich nicht Ecclestones Sprache. Aber wir sind jetzt wieder bei Englisch, das kann Kai und das kann auch Rubens Barrichello. Rubens, can Roberto Carlos Rubens, be a big help for you kann today? Roberto Carlos heute von großer Hilfe für Sie sein? Friend, er ist ein guter Freund, me, so aber er kann ja schließlich nicht mich ersetzen im Rennen. Er wird mich moralisch unterstützen, sicherlich. Er kümmert sich um uns alle. Und ich hoffe, dass wir ein sicheres Rennen haben werden. Was wird das größte Problem am Start sein? Dass man vom Schmutz wegbleibt oder dass man die BARs sich vom Leib hält? Ich hoffe, dass wir einfach offen bleiben für alle Probleme, dass wir so schnell wie möglich sind, dass wir natürlich auch die schmutzige Seite das Problem beachten. Mit dem Regen gestern allerdings hat sich das Problem ein bisschen in Luft aufgelöst. Sie wissen ja, dass Takuma Sato auch ziemlich weit vorne dabei ist. Und jetzt hören wir gerade die Hymne, also schweigen wir auch. Da haben wir also jetzt noch einmal die Familie Ecclestone mit der Tochter und natürlich wie immer viel, viel Politprominenz. Die Beziehungen von Bernie Ecclestone zum ungarischen Ministerpräsidenten sind exzellent. Er hat im letzten Jahr hier einen Orden bekommen, hat sich natürlich auch sehr, sehr verdient gemacht. Ungarn war ja damals
1986 die erste Rennstrecke, auf der jenseits des Eisernen Vorhangs ein Formel-1-Rennen gefahren wurde. Also die haben quasi die Türen geöffnet. Du warst damals dabei. Wir haben oft darüber geredet. Muss unglaublich gewesen sein mit über 200.000 Zuschauern. Ja, das ist richtig. Das war ein irrsinniges Spektakel und Bernie Ecclestone hat sich damals wirklich unglaublich engagiert. Dass ihm was gelungen ist, zeigt einmal mehr, was er für ein Geschäftsmann ist. Er kann unmögliche Dinge tatsächlich passieren lassen. Es gibt auch eine Bernie Ecclestone-Statue hier am Hungaroring. Also da ist er in Bronze verewigt. Die hat er vor ein paar Jahren selbst enthüllen dürfen. Also hier gibt es eine ganz, ganz besondere, nicht nur die familiäre Beziehung, die wir der Ecclestone-Familie zu Ungarn, die wir vorhin gehört haben. Auf der anderen Seite ist er halt Geschäftsmann und er hat auch gefordert, hier muss ich was tun. Die Strecke musste umgebaut werden vor 2 Jahren. Es wird immer wieder modernisiert. Im Boxenbereich, im Fahrerlager soll auch noch einiges passieren. Ein paar der Tribünen sind recht marode und auch mit der Hotelsituation war ich nicht so ganz glücklich, aber da gab es jetzt ein paar sehr schöne neue Hotels in der Innenstadt. Also da ist man natürlich schon dran bemüht oder drum bemüht, die Formel 1 möglichst auf lange Sicht hier zu behalten. Traditionell immer wieder viele, viele finnische Fans. Und da haben wir jetzt dann mal Roberto Carlos zu Besuch bei Fernando Alonso. Klar, dass einer, der bei Real Madrid spielt, bei den Königlichen, natürlich auch beim Kronprinz vorbeischaut. Aha. Aber wir können jetzt noch mal runtergeben, denn jetzt haben wir den Newcomer. Jetzt haben wir Antonio Pizzoni am Mikro. Antonio, you're staying off the dirty line, so, Antonio, du bist abseits von der schmutzigen Linie. Was ist also das große Startproblem? Kannst du vielleicht etwas sagen zu dem Schmutz? Ich hoffe, dass ich in meiner Position bleiben kann. Dass man auf dieser Seite startet, ist natürlich nicht besonders hilfreich. Aber wir haben letzte Woche viele Starts trainiert. Wir haben versucht, uns zu verbessern und ein bisschen haben wir es auch geschafft. Also warten wir es einfach mal ab. Eine schwierige Strecke physisch. Bist du dem gewachsen? Es ist sicherlich eine der schwierigsten Strecken, aber ich bin dem gewappnet, ich bin ganz zuversichtlich. Und natürlich wird es jetzt ein bisschen heiß, aber gut, wir stecken alle im selben Boot. Die Hitze dürfte ihm eigentlich nicht viel ausmachen, denn er kommt ja vom Amazonasgebiet aus Manaus in Brasilien und da ist man sowas gewöhnt und da hat er auch seinen Urlaub verbracht und sich entsprechend vorbereitet. Ich habe jetzt noch mal eine Frage für Sie. Wir sehen nämlich direkt vor Antonio Pizzoni, Jenson Button, der ist Bestandteil dieser Frage. Wer hat nämlich den großen Preis von Deutschland, das war auf dem Hockenheimring vor der großen Sommerpause, wer hat den gewonnen? War es A, ein Mann namens Michael Schumacher oder B, war es Jenson Button? Wenn Sie das wissen, 01379 30 30 30, im Jackpot sind 50.000 Euro und es geht um einen Ford Mondeo. Das lohnt sich, kleiner Tipp, ich glaube, es war der ältere von den beiden. Wer ist aber älter, wer weiß das schon. Kleine Unterbrechung, dann sind wir wieder zurück hier in Ungarn in der Hitze. Gleich geht's los beim Rennen in Budapest mit Krombacher und Krombacher Radler.